Alter, was geht ab, Leute? Ich zeige euch jetzt einen japanischen Laden. Der ist ziemlich geil und der hat mir zum Geburtstag einen Gutschein geschenkt. Umso besser. Suzuki. Da waren wir schon ein paar Mal, aber ich habe noch nie ein extra Video für die gemacht. Gibt es echt geile japanische Spezialitäten. Das gönnen wir uns, Leute. Safe. Ich hab mir das gewöhnt. Aber eigentlich ist das Interessante, diese ganzen japanischen Süßspeisen. Hey Leute, ich habe das auf der Karte gesehen, es hat mich angesprochen. Es kommt und ich erinnere mich, ich hatte das schon mal. Das heißt, mein früheres Ich hat das auch angesprochen. Ich habe mich einfach nicht geändert. Ja, dafür reicht. Aber eigentlich esse ich das mit Stäbchen. Stäbchen. Nee, danke. Wie normaler Kaffee. Ich erinnere mich. Es war so. Ja, ist okay, aber. Davor ist es dir nicht eingefallen. Ja. Interessant. Ich war jetzt die Woche die ganze Zeit bei Takumi. Und auch vorspeise habe ich jedes Mal Karage gehabt. Dort Karage ist halt knusprig. Ja, diese Shampoo. Genau, und das hier ist sehr juicy. Sehr soft, sehr juicy. Tatsächlich juicy. Das ist sehr juicy, ja. Bevorzuge aber, glaube ich, das von Tafel. Ich würde sagen, mir fehlt da so eine Art Soße. Welche Soße ist das denn da? Und wie ist es? Sieht lecker, aber es fehlt eine Soße, Liebe. Super. Ist lecker, aber so eine geile Soße wäre noch top. Das schon, ja. Wenn die Soße im Fleisch liegt, dann besser. Das ist keine starke Esserin. Jetzt ist er. Ja. Okay, dann ich mache mit dir. Ah, okay, ja, danke. Okay. Ja. Ganz schön angerichtet für uns, Leute. Digga, das ist ein Emoji, aber so habe ich das noch nie gesehen. Auch sehr pricey, oder? Ich muss ehrlich sein, ich glaube nicht, dass das schmecken wird. Das ist so zu original. So. Der schmeckt so, wie ich mir erwartet hatte. Nee, ist okay. Der schmeckt so, wie was alte Menschen gerne essen. Kaffee. Stell dir vor, in so ein alter asiatischer
Opa oder Oma, die essen sowas gerne. Mhm. Oh, den mag ich. Geile Konsistenz. Mhm. Ist schon geil. Ist gut? Mhm. Er hatte noch nie gutes Melonpan. Oder Matschepan in dem Sinne. Mhm. Ich kenne nur das von Tampopo. Das gefällt mir gar nicht. Echt? Kennst du das von Tampopo? Es ist Matcha. Au. Digga, ihr wisst nicht, wie diese Pan bei Asiaten gehypt ist, man. Ich hab jedes Mal probiert und jedes Mal enttäuscht es mich. Mhm, war lecker. Wie kannst du das wegfinden? Das ist einfach eine Semmel mit so ein bisschen Zeugs drauf. Aber das hier, das ist einfach eine normale Semmel. Main. Es ist weich, es ist süß. Und mit diesem Matcha, die ist ein bisschen bitter. Ein lecker. Mir schmeckt das wie eine normale Semmel, Mann. Ich bin enttäuscht von dir. Das ist doch keine normale Semmel. Das ist eine Semmel, Leute. Ich kann die Semmel. Milchbrötchen. Ja, ich hasse Milchbrötchen. Das aber jeder sagt, in Japan sind die mit geiler Füllung und so. Mm. Ich stelle mir so vor, wie so ein Donut mit so geiler Creme. Mhm. Und wahrscheinlich auch Milchbrötchen sein mit, ich habe nur gesehen, mit Melonenfüllung. Genau. Auch ja. Was. Mhm. Mhm. Oh, das könnte gut gehen. Welches taugt ihr mir? Matcha. Ja, der kann auch. Die Konsistenz ist geil, aber ich weiß nicht, was dieses Braune ist. Ich bin schon sehr an meinem Limit, Leute. Normalerweise habe ich ja Support anstatt. Das Gegenteil von Support. Was ist das Gegenteil von Support? Jemand, der mir mehr zur Last fällt, in dem Sinne, nicht, Mann. Was heißt hier zur Last fallen? Du hast mehr davon, okay? Die kennst du, oder? Mit roten Bohnen. Ich kenn die halt von. Kennst du diese Sushi-Läden in Ding? In Einkauf? Ja. In Supermärkten? Die haben sowas. Immer. Mhm. Die gibt's auch mit verschiedenen Füllungen. Ah ja, kenn ich. Ist da. Rote Bohnenbraten. Zumindest hast du das Melonpan aufgegessen, danke. Oder das Matcha-Pan. Wow. Den hätte ich echt gar nicht gepackt. Was ist das? I don't know. Mach mal durch. Da. Du musst schon brechen. Ja, ich mache es vorsichtig. Du hast kein Handgefühl. Wer ist das Fingerspitzengefühl? Wieso? Manchmal muss man mit Fingerspitzengefühl das machen. Hm. Weil sonst alles zerbricht. Verstehst du diese Metapher? Und den Vergleich mit einer gewissen Dame. Manchmal muss man das langsam angehen. Okay. Ja. Hm. Nee. Haben wir auch? Schon, ja. Mhm. Das kommt mir selber Kaffee, aber ich weiß gar nicht. Du kennst doch diese. Doch, ich. Diese grün. Genau. Das ist derselbe Geschmack. Genau. Ja. Geschmack hier, das innen, 1:1. Bloß ein bisschen mit Matcha. Und hier mit dieser Waffel. Mit der Waffel. Mhm. Okay. Schön kalt. Mhm. Schön weich. Oder was hast du?
Es soll Milch. Tja. Es gab doch gar nichts außer. Doch. Doch. Hey. Ja. Ich hab's gesehen. Also von all den Sachen, muss ich sagen, sind die besten. Das sind die besten, ja? Ja, definitiv. Dann komm. Der hier, finde ich. Dann kommt der hier. Dann kommt der hier. Der ist halt sehr asiatisch, also jemand, der westlich angehaucht ist, der bevorzugt wahrscheinlich nur eine Tellerfüllung. Aber sonst ist es geil. Ja. Das hier ist relativ neutral. Genau. Ich habe dazu eigentlich keine Meinung. Ich zeige das zählt als eins, die sind eigentlich relativ geil. Und Matcha Pan ist ganz unten. Mhm. Ja, bei mir vorletzte also. Das ist Kaffee. Da steht Solmik. Unten steht dran Kaffee. Guck noch. Okay, Leute. Die sind alles Sollmilch. Ich dachte nur den ich genommen habe, ist Sollmilch. Aber das ist alles Sollmilch. Das ist Coffee oder so. Aber es schmeckt trotzdem. Ich frage extra, ist es Kaffee? Nee, Sollmilch. Ja, was geht? Ihr habt gerade gesehen, wie wir ein paar japanische Sachen sehr authentisch gegessen haben. Ich zeige euch jetzt noch einen Japaner. Der hat nur drei Speisen auf der Karte. Das sagt schon alles, oder? Zweimal. Unscheinbarer Laden. Ohne Glutamat. Digga, Glutamat ist doch nicht schlecht. Gib mir MSG so viel wie geht. So. Ihr habt es gesehen, sehr kleiner, feiner Laden. Ich glaube, es ist eine Familie. Auf jeden Fall sprechen die da alle Japanisch. Und die folgen mir auch schon und supporten mich seit langem. Also ich habe ein Rindfleisch, einmal das Wochenangebot und nicht das vegane, vegetarische. Weil das interessiert mich nicht. Wir haben nicht Januar. Oh mein Gott, Digga. Ich glaube, ich habe einen Käfer verschluckt. Auf einmal spüre ich irgendwas im Hals. Ich versuche es runter zu schlucken, aber er ist immer noch da. Wir haben ein gutes Plätzchen gefunden. So einen kleinen Beilagensalat dazu aufs Haus. Also nicht weil ich es bin, sondern die gibt es immer. Das gehört halt zum Gericht dazu. So. Sieht jetzt nicht so fancy aus, aber das dürft ihr auch nicht erwarten. Ich bin ein bisschen verwirrt, weil ich habe mit extra rohem Ei bestellt. Habt ihr bestimmt schon mal in den Reels und so gesehen. TikToks. Dass Japaner immer so rohes Ei mit Reis essen. Aber ich weiß nicht, ob es da drin ist. Also ich hatte mir jetzt ein Eigelb da oben vorgestellt und dann mache ich es auf und dann da schmiere ich es so schön. Geil für die Kamera und so. Und halt auch geil für den Geschmack. Also mit einem rohen Ei, weil ich glaube, es ist kein Zimt. Gibt es nochmal so extra Power, wäre übertrieben geil, glaube ich jetzt. Ein paar Zwiebeln. Mhm. Es gibt nicht viel zu erzählen. Es ist halt eine stabile Portion.
kostet 11 Euro. Kann man sagen, das mag ich nicht. Man muss halt erstmal auf diesen Laden kommen. Der hat auch immer nur bis 4 Uhr oder so offen. Nur Mittagsangebot. Ist aber auch immer gut besucht und Ding. Das Wochenangebot, das sich immer ändert, ist manchmal auch schon ausverkauft. So. Mit Garnelen. Okay. Also ich habe hier nur einen Cut gemacht. Ich habe es noch nicht aufgegessen. Muss ich betonen, weil manche Leute denken, wenn ich so Döner-Video mache, ich esse 3, 4, 5 Döner hintereinander. Oh mein Gott, diese Seite muss ich euch zeigen. Diese Seite muss ich euch zeigen. Yes, baby. Oh mein Gott, die Seite muss ich euch zeigen. Kleiner feiner Laden mit einem guten Mittagsangebot. Japanische Spots, die nicht jeder unbedingt in München kennt, die sehr authentisch sind, von Japanern betrieben werden. Mal was anderes, keine gehypten Instagram-Foodspots, die viral gehen, wo Leute Schlange stehen, sondern solide Empfehlungen für Münchner oder falls ihr mal in München seid. Nicht fancy, nicht Instagrammable, einfach solider Foodspot. Wir sind weiter in den Minen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Views ab. Folgt mir gerne. Oh, danke für den Support in letzter Zeit. Nochmal eine Stufe krasser. Kuss geht raus. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, check die Views ab. Folgt mir gerne auf Instagram und TikTok. Serious Business.